habe jetzt noch nicht geguckt. Ich gehe einmal drum rum. Komisch, ey. Oh, hier, du bist dem Weg gefolgt wahrscheinlich, ne? Ne, ich hab's von Weitem gesehen, tatsächlich. Hätte ich die Notiz drin. Das wär's, ey. Ja, was ist das denn schon wieder für ein Haus, Alter? Das ist ja einfach so, das ist so krass. Aber wir machen das gleich wirklich mal mit der Drohne. Hä, hey, das haben wir aber vorher nicht gesehen, ne? Nee, gar nicht, das war auf einmal hier. Das war plötzlich hier, Curry. Dann geht's los. Okay. Ja, hier ist so wie immer. Ja, hier sind halt Minen drin, ne? Aber ich glaube keine Note. Oh Mann! Ich glaube, es ist einfach ein Loot-Haus. Oh Mann! Das wäre so schön gewesen. Ich kann mir halt überhaupt nicht erklären, warum der jetzt nicht mehr hier rumrennt. So, das verstehe ich nicht. Das wäre so lustig, wenn das ein Bug wäre, dann würde ich weinen. Oh ne, bitte nicht. Das müssen wir vielleicht nachts nochmal zur Kirche, weil da jetzt alles voll Nebel ist oder so? Ja, wir sind da direkt in der Nähe, da machen wir es einfach. Komm, wir gehen mal dahin. Vielleicht passiert ja irgendwas Tolles. Ja. Ansonsten wenn ich da wirklich. Ja, ansonsten gehen wir da nicht nochmal zur Höhle und wenn dann nichts kommt, dann schauen wir halt wirklich nochmal, ob wir da so irgendwie was finden. Genau, oder Internet wir müssen oder so. Googeln, ja. Ja. Achso, das war ein Fehler, Acker. Okay. Haben wir irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Passiert aber auch nichts, ne? Nee. Hä, ist das komisch. Dass der gar nicht mehr kommt, das irritiert ja völlig. Wo ist der denn? Ja, weiß ich nicht. Also, können wir jetzt nochmal zur Höhle? Ich glaube nicht, dass der in der Höhle ist. Ja, oder wir machen also, eben ein kleines Päuschen und schauen vielleicht mal kurz nach, weil das bringt ja, ja so nichts. So. Sollen wir aber im Wagen dann warten oder wie? Oder was? Oder wann? Oder wie? Ja, das können wir eben machen, oder? Genau, eben zurücklaufen. Aber krass, trotzdem krass, dass wir jetzt noch ein Haus gefunden haben. Einfach. Ja, das stimmt. Also zwei Häuser, weil bei der kleinen Brücke haben wir auch noch eins gesehen. Stimmt, stimmt. Und hier hast du geguckt bei dem Felsen, ne? Ja, ja, hier habe ich jetzt geguckt, aber da war jetzt auch nichts. Hier rechts war ein Bär, aber der läuft da einfach rum, der spaziert einfach. Ja, warum nicht? Also nichts Besonderes. Ja gut, schade, ne? Aber wenn ich will, der hat schon. Der kann sich halt, Ja, Pech. Vor allem, man hat ja jetzt... Das war alles so scheiße gruselig und jetzt... Mal hier kann man nicht rein, ne? Dachte gerade schon. Was ist denn das hier wieder für eine Felsformation eigentlich? Ja, ja, deswegen dachte ich gerade, ist da vielleicht schon wieder eine Lücke. Aber sah nicht die so führt aus. Aber zur Brücke, ne? Die geht in Richtung Brücke. Ach so. Aber ich glaube nicht, dass man hier rein kann. Ich glaube, das sind einfach irgendwelche Felsen. Das ist scheißegal. Ah, oh, da unten ist wieder... Entschuldigung. Ein Elchhirsch. Elchhirsch, komm her. Diese Elchhirsch. Hol mal deinen Chef ran hier. Wir müssen mal mit dem sprechen. Ein ernstes Wörtchen. Oh ja, vielleicht hilft das ja. Das geht so nicht weiter. Wo ist der Penner? Hey, endlich mal wieder was zum Schießen. Boah. Guck mal, der... Dann alle weg, ne? Ah! Wir haben alle Angst vor uns, Bahn. Ich glaube, wir haben uns einen schlechten Ruf. Ah! Hä? Hä? Hä, wieso lebt er wieder? Hä? Wieso? Wurde bei dir auch schwarz-weiß? Nee. Bei mir wurde es gerade. So, da ist noch einer. Ah. Ach so, dann hat er dich gehittet. Also. Ja, ja. Ich dachte schon so, hä? Er hat dir einfach wehgetan. Oh. Zwei Schüsse wieder. Ja. Ey, wenn ich überlege, wenn ich das vergleiche mit dem Anfang, wo er halt alle fünf Minuten quasi hier rumgelaufen ist. Was? Krass. Aber wir haben den ja auch immer getriggert mit diesen ganzen Events. Das heißt, irgendein Event müsste man noch triggern. Und dann renne ich aber auch hinter den her. Ja, wobei, wir haben ja, den auch, also der kam ja auch ohne Event so. Passt auf die Mine auf? Und die Events an sich waren ja auch eigentlich nur diese Manteltyp. Ja, aber vielleicht machen die Kameras jetzt erst Sinn. Ja, das wär's. Ne? Und die Kameras machen ja gar keinen Sinn. Ich ja. Weiß nicht, sollen wir sonst eben Päuschen machen und dann schauen wir? Ja, das wäre ganz... Vielleicht, dass wir... Ja. Mal eben lesen oder so. Vielleicht weiß da jemand mehr Bescheid außerhalb des Internets.
Oder ja, dann warte Internet. Ich aber mal hier drin, zur Sicherheit. Und dann würde ich sagen, Aufnahmepause und... Oh! What? Bahn, Vorsicht. Komm her, du Mistviech. Boah, ich jag den jetzt auch hinterher. Ah, pass auf die C4-Ring. Wo ist der? Boah, wie schnell der ist der bitte? Der rennt viel zu schnell, komm her. Bleib hier, du Arschviech. Scheiße, ich sehe ihn nicht mehr. Da er zurück zur Höhle? Und dann kommt nee, warte, ich sehe ihn noch. Ja. Oh Gott, wo zum Teufel rennst du hin, Alter? Wo zum Teufel rennt der hin, bitte? Vielleicht müssen wir einfach nur bei unserem Wohnwagen bleiben, dann kommt der halt. Das war ja jetzt eine Überraschung. Ey, das ist doch wieder so typisch für uns, ne? Mist, wo zum Teufel rennt der denn hin? Ohne Scheiß, Curry, wenn wir gleich zu uns gehen, ne? Ich leg alles mit C4 aus diesmal. Ja, machen wir auch. Wir sprengen ihn komplett in die Luft. Obwohl, kann uns mal. Ah, das Blöde ist ja... Aber wo rennt der denn hin? Ich glaube, das ist jetzt einfach so random weggerannt, oder? Okay, dann. Okay, dann komm, dann machen wir jetzt... Ja, machen wir jetzt eine Pause oder nicht? Also er nicht, ne? Naja, ich meine, nee, warum? Also wenn der jetzt wiederkommt, dann können wir den auch fertig machen. Ja. Dann können wir mal so eine Schnauze halten. Alles mit Minen auslegen, einfach alles. Ja, komm, mach komplett alles rum. Und dann laufen wir beide in die Mine und tot. Müssen von vorne anfangen. Das darf auf keinen Fall passieren. Das hatte ich mir gerade auch gedacht. So, oh Gott, das darf auf keinen Fall passieren. Also ich find's schön. Nein. Oh. Nee, das machen wir schon. Mal nachladen hier. Ey, nach der Durststrecke jetzt, wie krass das war. Das wird dir quasi eher vom Wohnwagen getriggert. Ja, wir sind halt die ganze Zeit woanders rumgelaufen jetzt, ne? Aber trotzdem haben wir ihn ja immer wieder gesehen, aber jetzt halt so gar nicht. Das war halt komisch, aber okay. Ja. Aber vielleicht haben wir auch dadurch... halt hier. Dadurch, dass wir seine komischen Jünger zerstört haben... Oh, pass auf, ne? Haben wir vielleicht auch quasi wie so einen Schutz, dass er halt an den Orten nicht mehr... Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hat auch keinen Sinn. Okay, dann gucken wir mal. Drei Fallen, ich platziere die hier überall. Ich auch, pass auf, ne? Scheiße. Die Fallen sind weg. Pass auf, ich hab auch Minen. Mach hier auch mal eine Falle hin. Ich hab keine. Ja, Minen sind am besten, wenn der da reinlaufen würde. So. Oh, pass echt auf, das ist ganz so gefährlich. Das ist ganz so gefährlich. Ja, wenn wir bei unserem Wohnwagen bleiben, kann uns ja nichts passieren. Das ist ja nicht so tragisch. Nee, wenn wir da reinlaufen würden. Ja, genau. Okay, C4. Hallo, kommt jemand? Ich will ihn noch anlocken. Vielleicht hilft das ja was. Vielleicht okay, ich flieg mal mit der Drohne. Vielleicht kann man den irgendwie triggern. Vielleicht sehe ich den ja. Ich mach mal hier C4 am Auto, oder? Ist zu nah. Oh Gott. Okay, passt. Wir müssen hinterm Auto hergehen, weil ich mache hier echt... Hier ist alles voll. Ja. Herr Goatman. Lassen Sie sich blicken. Herr Goatman. Herr Goatman. Du bist mit der Drohne unterwegs, ne? Ja. Ich fliege nur mal kurz zur Höhle und schau einfach. Aber ich glaube nicht, dass da was ist. Das glaube ich nicht. Also, das wäre halt echt harter Zufall. Oh, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Ja. Wo ist er? Auf dem Berg ungefähr. Der rennt hier so, da, wo er gerade hingerannt ist quasi. Da rennt er jetzt wieder hin. Du bist jetzt aber auf die Drohne, ne? Auf der Drohne, ne? Ja, ich fliege ihn komplett hinterher. Ich sehe dich leider gerade nicht. Fliegst du nicht hinterher? Okay, das ist ganz geil. Vielleicht sehen wir jetzt, wo der wohnt, der Penner. Ja, das würde ich auch gerne mal rausfinden. Bist noch an ihm dran? Ja, ne? Ich muss C4, das ist echt... Ich weiß nicht, ob der von mir gerade wegrennt. Der ist auf jeden Fall hier bei der Höhle. Der geht zur Höhle. Was? Warte, geht der zur Höhle? Ne, der läuft immer zur Höhle und dreht dann wieder um. Hm? Und jetzt läuft der zur Brücke hoch. Also wie strange ist das denn? Es ist immer da. Er geht immer kurz zur Höhle und dann dreht er wieder um.
Läuft immer in dem Umfeld ungefähr. Er ist jetzt, er läuft gleich jetzt gerade unter der Brücke entlang. Boah, bist du hässlich, ey. Komm doch mal zu uns. Ich will mit C4 hochjagen, den Penner. Wo ist denn der jetzt? Ah ja, okay. Okay, er läuft jetzt, glaube ich, in Richtung Scheune, wenn mich nicht alles täuscht. Er läuft immer seinen, glaube ich, gewohnten Kreis. Zumindest jetzt momentan. Vielleicht kannst du den ja anlocken. Vielleicht, also ich kann dir gleich sagen, wenn der ungefähr in unsere Richtung rennt. Okay. Dann schieße ich einfach so eine Leuchtkugel ab. Komm her, Goatman. Okay, er kommt, glaube ich, in unsere Richtung. Ja, guck mal. Vielleicht sieht er uns ja jetzt. Ich glaube, er kommt in unsere Richtung, Bahn. Ist natürlich sehr geil. Ja, genau. Er läuft jetzt hier an der Scheune vorbei. Er läuft jetzt, glaube ich, genau in unsere Richtung. Ja! Aus der Richtung von der Scheune kommt er. Okay. Damit du dir ungefähr so ein Bild machen kannst. Ich kann ihn komplett beobachten. Ich fliege einfach hinterher. Okay. Ja, genau. Er kommt genau in unsere Richtung. Lass die Drohne zur Not einfach da irgendwie fliegen, ne? Wenn er jetzt zu uns kommt. Okay, boah, der wird hier aber nicht durchkommen. Das funktioniert nicht. Ja, das ist geil. Das ist geil. Du wirst hier nicht durchkommen, Typ. Er kommt. Er kommt, okay, pass auf, hier sind zwei Stück, ne? Hier sind zwei. Zweimal ist jetzt C4. Ah, da hinten ist er. Ja, komm her! Komm her, du Missviech. Hier! Komm her! Na, komm! Kleiner Penner, ja los, komm! Beweg deinen Arsch her! Trau dich! Ja, Mann. Oh, ja, Mann. Nein. Bam, Baby! Okay, ich geh direkt in die Drohne. Dankeschön! Wo ist er? Oh Gott, ich muss hier echt... Ah, ich seh ihn. Ich mache hier noch eine Falle. Boah, das ist ja super, Alter. Ich kann ihn direkt verfolgen, Mann. Das ist mega geil. Du kannst direkt alles vorbereiten. Also wenn man das so macht, dann hat die Drohne halt echt einen Sinn. So. Vor allem, okay. Die hat halt keinen Akku oder so. Ich kann einfach mit der weiterfliegen. Du solltest echt aufpassen, wo du hier gleich hinläufst, Curry. Ist es so, ja, ich bewege mich einfach gar nicht mehr. Aber guck mal, wir brauchen nicht mehr viel Pan. Aber... Okay, wo läuft der hin? Aktualisiert sich leider nicht bei mir. Ich glaube, der weiß gerade selber nicht, wo der so hinlaufen soll. Was passiert denn da mit dem gerade? Alter, ist wieder bei dieser... Ja, genau. Fast bei seiner Höhle ist er wieder. Ah, und dann geht er gleich wieder zur Bahn. Ja, das wäre natürlich super. Obwohl... Der ja, kam manchmal, jetzt schon also, war ja auch dunkel wurde. Vielleicht ja, genau. Ja, der läuft halt die ganze Zeit im Kreis. Das würde gerade nachdenken, wie er uns am besten wehtun kann. Wir haben dich gleich. Oh ne, wo läuft er denn jetzt hin? Ich glaube, jetzt hat er... Okay. Na, hä? Wo willst du hin, du dicker Typ, du? Ich glaube, er läuft in Richtung... jetzt nimmt er, glaube ich, seine andere Route wieder. Okay, der hat auf jeden Fall mehrere Routen, die der läuft. Jetzt läuft er nämlich zu diesem anderen Village, glaube ich. Oder hier ist noch... Ja, genau, hier ist dieses Haus, wo wir vorhin waren. Wobei, oh nee, Mann, das ist ein anderes. Warum kommt der nicht hier hin? Das ist ein anderes Haus, oder? Also hier ist zumindest die Tür noch zu. Hier ist noch ein Haus, was ich gerade gefunden habe, aber ich. Oh! Okay. Ich weiß nicht, ob da eine Note drin ist. Haben wir auch eine Note mal im Haus drin gefunden? Ja, haben wir. Echt? Okay. Mhm. Da könnte man vielleicht noch hin. Jetzt habe ich ihn verloren. Scheiße. Wo bist du? Aber ich glaube, im Moment ist gar nicht mal so schlecht, einfach hier zu bleiben. Ja, ja, also er läuft auf jeden Fall seine Routen immer ab. Das auf jeden Fall. Ich weiß nur jetzt gerade nicht, wo er jetzt gerade ist. Okay, warte, ich muss eine von den Minen, hier ist so eine Doppelmine, ich muss eine nehmen. Falls der uns... Ich fliege einfach mal hier rüber, vielleicht finde ich den. Ah, ich sehe ihn wieder, okay, ich habe ihn wieder gefunden. Ich glaube, er läuft wieder in unsere Richtung, Bahn. Von welcher Richtung aus ungefähr? Von dem See aus, von der Kirche aus. Ah, okay. Wo bist du? Wo läuft der jetzt? Hä? Ich habe ihn noch gerade gesehen. Geh mal hoch auf den... Ah ja, okay. Nee, er läuft wieder zur Höhle hin.
Oh Mann, ich habe immer das Gefühl, er läuft immer eine Route ab und sobald er die fertig hat, läuft er wieder zur Höhle und sucht sich dann eine neue Route. So eine tolle KI. Ja. Da kommt Goofy. Läuft der da auch immer noch so schnell gerade? Oh mein Gott, wie viele Minen sind denn hier? Oh, Curry. Wir haben ein komplettes Schlachtfeld hier hingeballert. Echt super gefährlich, auch hinter dem Van sind ja welche. Was macht der da? Ich glaube, der hat einfach schlechte Laune. Der hat wahrscheinlich einfach einen Splitter in der Hand oder so. Guck mal, der hat Hufen, ey. Wie geil ist das denn? Der will einfach nur Hilfe. Ja, der ist einfach nur böse. Der hat einfach nur Schmerzen. So böse ist er gar nicht. Ich glaube, der kann sich halt nicht entscheiden, wie er es angehen soll. Er weiß, dass er uns nicht mehr als Freunde haben kann. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich traurig. Und er überlegt sich gerade, wie er es am besten machen kann. Ja, wie kann ich mich entschuldigen? Ich mache hier gerade mal hinter dem Van C4 an dem Bäumen. Weil wenn ich zum Beispiel auf dem Van bin und ich sage, oh, da ist er, und so, dann könntest du theoretisch dann ganz schnell auf. Genau. Also ich habe ihm halt die ganze Zeit jetzt mit der Drohne hier, ne? Du kannst ja mal reinschauen, wenn du möchtest. Nö, ich vertraue dir da. Also ich verstell das eh wieder alles. Drohending ist irgendwie nicht so meins. War es auch nicht mein Bigfoot. Aber das siehst du hier gerade auf dem Bild, glaube ich. Ich glaube, du siehst ihn gerade hier auf dem Bildschirm. Ja, siehst du? Nö, ich sehe immer noch das. Warte mal, ich mach mal. Ah, jetzt. Oh ja. Okay, guck mal. Der läuft einfach die ganze Zeit im Kreis. Ja, der ist einfach so verwirrt. Der weiß einfach nicht, wie er es richtig machen kann. Aber er ist weit weg. Er weiß, dass er alles vermasselt hat. So, weißt du, er denkt sich gerade, er hätte von Anfang an viel, viel netter zu seinen Gästen sein sollen. Hätte sie vielleicht ein bisschen zum Tee einladen sollen, vielleicht mal Bigfoot anrufen sollen oder so. Ey. Boah, Bigfoot, mein Homie, ey. Weißt du, der hat zwei ganze Dörfer ausgelöscht und überhaupt hier alle Leute. Dann hat er voll die Superkräfte auch und kann die Tiere manipulieren. Und so zwei Jöckels wie wir haben den gleich eventuell fast down. Ich fliege trotzdem nochmal zur Höhle und gucke, ob da was drin ist wieder. Mhm. Das kann, glaube ich, aber nicht. Also ich habe ihn gerade nicht im Blick, Pan, nur damit du Bescheid weißt, ne? Also. Ja, ich gehe wieder auf den Van oben drauf. Na, bei der Kirche war, müsste der ja hier. Jetzt wird's auch wieder hell. Nee, also beim Altar ist auch nichts. Es ist bestimmt irgendwo noch was. Irgendwo ist bestimmt noch ein Altar, aber ich habe keine Ahnung wo. So, mal gucken, ob er immer noch da rennt. Vielleicht hat er sich ja jetzt wieder eingekriegt. Der rennt immer noch im Kreis. Sollen wir da mal hingehen? Willst du? Können wir machen? Oder du guckst die Drohne und ich geh mal dahin. Hey, du selbst, nee, sagst komm, du mir bist, dann. Nee, lass uns das gemeinsam machen. Ich meine, wenn wir den jetzt halt wieder verlieren, das ist halt wieder doof, ne? Also das, ich weiß das nicht. Das Problem ist auch, wenn mich dann irgendwie ein Bär angreift und ich krieg das hier nicht mit. Ich glaube, das ist irgendwie dafür super zu wenig. Ja, das stimmt. Okay. Dann versuchen wir da jetzt einfach hinzulaufen. Okay, ich bin dabei. Okay, auf geht's. Pass auf, hier ist überall. Ja, einfach hier am Felsen entlang. Okay, bist du bereit? Hast du auch Minen dabei noch trotzdem? Ja, ne? Eine. Nee, scheiße, ich hab gar keine dabei. Ich hab zwei. Ah, ich hab eine Falle, immerhin. Ja, das reicht auch. Ich meine, zweimal in eine Falle, dann dürfen wir den eigentlich haben. Fallen sind unser bester Freund, wie damals bei Bigfoot. Ja, Mann. Du sagst es, ey. So, wo ist die Brücke? Die Brücke müsste irgendwo da hinten sein. So genau. Weit ist er weg. Nee, der ist ja nicht bei der Brücke, sondern halt in diesem. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber wenn wir jetzt hier über den Hügel laufen, dann müsste da gleich rechts von uns sein irgendwann. Oh Gott, okay. Also nicht direkt, also es dauert schon noch ein bisschen, bis er da ist, aber er müsste dann irgendwann auftauchen. Und dann werden wir bereit sein, mein Freund. Fährt so offen drauf. Dann werden wir sowas von bereit sein. Vollkommen, ey. Komm schon, Herr Goldman. Deine Zeit ist gekommen. Jetzt werden wir gierig. Okay, hier ist er vorhin lang gelaufen. Also hier ist er die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Ja, ich riech das auch noch. Er ist aber nicht mehr da. Es war so klar. Arschloch! Er ist nicht mehr da. Du Arschloch, du dreckiges Schwein! Es war so klar, dass er nicht mehr da ist. Okay, warte. Schälen wir mal unsere Nuggets. Wo ist der hin? Irgendwo hier muss er ja sein.
Ich spot einfach einen Vogel aus dem Nichts. Okay, dann lass uns wieder zurück, oder? Ach, das ist die Drohne. Ach, cool. Ja, ja, genau, das ist die Drohne. Ja. Dann lass uns wieder zurück. Okay. Hä, hey, was ist das da vorne für ein Haus, Curry? Welches? Das hier ja, vorne? Ja, genau, das ist, glaube ich, das Haus, wo wir noch nicht drin waren. Ja, sollen wir kurz da reingehen? Ja, klar. Wer ist da ja hier in die Welt? Hä? Boah! Gute in Nacht. Den Po! In den Po, Winnie de Po! Oh, die Drohne, wie die hier einfach so rumfließt. Ich Tag, pass auf. Guten Tag. Ja, danke schön. Ich pass auf. Sehr nett von dir. Hä? Oh, ah. Die Schüsse wieder. Die Schüsse wieder. So, glaube ich gerade ja, richtig? Muss einfach mir hinterherlaufen, dann sind wir. Hä, wo bist du denn? Scheiße. Guck einfach mit C, dann. Ja, Moment, da ist er. Ich guck nochmal, ob hier irgendwie eine Note ist oder so, aber. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Gar nichts. Ah, die Tür ist immerhin zu. Welcher? Was da drin? Nee. Ein Licht. Ein Licht haben wir hier drin. Geil! Wahnsinn! Mach das Deck mal an hier. Geht nicht, scheiße. Okay. Es wird langsam wieder aber dunkel. Aber natürlich nur draußen. So. Es wird Zeit, Pan. Es wird wirklich Zeit. Ich hab's markiert. Ja, er kommt. Es wird Zeit, dass wir uns den holen jetzt, Pan. Es wird wirklich Zeit. Glaub daran. Aber bitte lauf einfach nur nicht in unsere Minen. Das ist gerade so meine größte Angst einfach. Nein, 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 nein. Das kriegen wir hin. Oh, gleich so. Oh, das ist so furchtbar. Ich hab's gesagt. Wir kriegen es hin. Kommt er so mit den Minen einfach so. Guten Tag. Hallo. An ihr könnt kann ich schon lange. Goatman. Ich bin der Goatman. Ich bin der Goatman, der kleine Goatman. Ich schleife meine Hörner ab. Ich weiß, dass ich keine Freunde hab. Ich bin der Goatman, ich bin der Goatman. Meine Freunde fliegen auf Feldern in die Luft. Und verstecken sich in Höhlen. Ich wünsch mir so sehr... Ich seh ihn auf dem Wasser. Ja, geil! Komm her, du. Komm her. Achtung, ich mach so ein Leuchtding jetzt. Hier, Goldman. Und Pio. Soll mal herkommen. Wo gehst du hin? Wo geht der denn hin? Hä? Guten Tag, ich laufe mal, ich bin der Goldman. Hä, ist der bescheuert? Hallo, Goldman, komm zu uns. Was ist der KI hinterherlaufen? Was ist das? Alter, wir müssen dem verfluchten Monster hinterherlaufen. Der läuft echt, als hätte der gekackt. Der läuft viel so schnell. Fortnite Goatman, ey! Warte, wir müssen den Weg irgendwie abschneiden, denn das geht. Scheiße, siehst du ihn noch? Ja, ich sehe ihn noch. Irgendwann wird er wieder umdrehen. Also, der wird ja nicht die ganze Zeit geradeaus laufen. Sagst du, wie du den immer noch siehst, ich sehe den nie. Nee, also jetzt gerade sehe ich ihn auch nicht mehr, aber ich schaue. Ja, Goatman. Der kleine Goatman. Ich wünsch mir so sehr einen Bigfoot-Freund, oh, mit dem ich ganz viel kuscheln kann. Dann hörst du mal rau, rau, rau. Ah ja, hier. Komm her. Komm her. Jawohl. Hallo? Hallo? Was? Der hat einen Pimmel? Hat der Pimmel oder was? Ah, ne, das ist eine Hose, Ich wollte gerade sagen. Alles gut, ja, und, hä, und jetzt? What? Was? Please wait. Okay. You're going back to research center to examine it. Please wait. Ja, dann. Okay. Ja, dann warten wir jetzt mal. Was passiert denn jetzt? Aber wie der wieder einfach so low umgefallen ist. Ne? Schon wieder, ja. Vor allem, ich hätte nicht gehalten. Oh. Was? Es schneit. Oh, wir fahren. Guck mal, der liegt da hinten drin. Der liegt da hinten. Hä? Oh, was? Hä, wo schneit? Was? Pan, ich glaube, der hatte doch einen Freund. Was?
Hä? Wie? Hast, okay. hast du gelesen, was da stand? Jetzt zum Schluss, ja, ne? Das Spiel beginnt erst jetzt, stand da, ne? Okay, oh mein Gott. Also... Okay, ich guck grad Networking meiner Weise. Ja, da steht das mit den Goldmans Cultist Edit. Ja, Cultists Curry. Waren wahrscheinlich die drei Typen mit dem, genau. mit den Wändern, ja. Boah, ich, krass. Was war das denn jetzt für ein Plot-Twist? Aber wieder hinten bei uns im Wohnwagen drin. Ja, so, guten Tag. Ey. Und dann kommt der war weiß, hast du gesehen? Der war hell. Ja, und so groß auch, ne? So riesengroß. Alter, der hat den einfach weggerammt. Also, es ist, glaube ich, immer noch eine... Ja, da steht es auch, Early Access Version. Ja, es wird auf jeden Fall weiterentwickelt. Also, ja, also ich muss sagen, ich hatte echt viel Spaß mit dem Spiel. Also, ich hatte mega viel Spaß. Voll. Krass. Das hat also, mega Curry, Laune gemacht. Dankeschön wieder, ne, dass du... Ja, dass du war, das war geil. Wir waren auch super motiviert tatsächlich. Und dann hatten wir diese kurze Durchstrecke und dann auf einmal jetzt so... Und dann lag der da ja erst so eine Weile. So, Boah, wie geil, ey. Boah, ja, cool, dann haben wir Goldman durchgespielt. Ja, aber es ist ja noch nicht zu Ende, ne? Also es wird ja anscheinend dann irgendwas noch kommen. Boah, ich bin auf jeden Fall... Wo wir wahrscheinlich auch drauf warten dann. Ach. Ja. Also es kommt ja, das haben wir ja gehört, es ist, wo stand es denn? Hier, Note, you can play as a Goldman. Da unten rechts. Ja. Ja. Goldman, Ziegenmann, so, das hört sich so doof an, einfach. Ziegenmanns AI improve. Ja, voll cool. War krass. Ey. Ja, dann ja. Haben wir es ja erfolgreich geschafft. Wir sind echt gute Hunter, ne, muss man sagen, ey. Ja, du, wie hast du das denn geschafft, dass du zwei Verhalten nebeneinander gelegt hast? Weil ich hatte eine. Ich hatte einfach mehrere. Ich habe einfach die ganze Zeit Also, ich habe gar nicht gewollt, dass die nebeneinander. Ich habe so eine Bärenfalle noch aufgestellt, aber da war schon zu spät, einfach. Es ist schon Das war einfach Panik. Voll cool, ey. Oh, Curry. Ja, dann, ja. Wir wissen noch nicht, wann wir halt das nächste aufnehmen, ne? Aber falls ihr da was habt, ne, gerne in die Kommentare. Und ich bin voll happy, Curry, dass wir Goldman aufgenommen haben. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich denke, das ist auch interessant für die Leute anzuschauen, weil wir halt wirklich auch viele Sachen erlebt haben mit den Kirchen oder mit den Gewändertypen und dann jetzt das noch zum Schluss. Das war cool. Und vor allem, obwohl es diesen Tag-Nacht-Wechsel gab, ne, es war an manchen Stellen einfach so scheiße gruselig. Das hätte ich überhaupt gar nicht gedacht. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir noch hier im Bildschirm. Ich finde, für 10 oder 12 Euro... Ja, kannst du nichts sagen. Klar, es ist noch in der Entwicklung alles, da wird noch viel gemacht, aber... Auf jeden Fall empfehlenswert. Also und das ist es halt. Das sind die Spiele dann halt, die Indie-Spiele, auf die ich immer warte, die dann auch so viel Spaß machen. Und die müssen halt nicht so super schön aussehen, weil das Gras ist ja manchmal auch in der Luft, weißt du, aber... Ja. Kackegal. Es macht immer Spaß, ja. Cool. Es war schön. Fand ich auch. Curry, danke schön. Ja, danke, Hämmer, Pan. Lass mal High Five in die Kamera machen, komm. Ja, hier, komm, Curry, komm. Papp. Super. Papp. Boah, ich hab dein Gesicht, Entschuldigung. Ja, gut. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Spiele kennt, die irgendwie ähnlich sind oder halt genauso Bock machen, dann einfach reinhauen, ne? Wir kriegen jedes Monster. Wir kriegen jedes Monster, Freunde. Wir jagen Geister, wir jagen alles. Ja. Und ich glaube, bei Rake war es irgendwie ein Alien oder so? Ja, so ein Gollum-Typ irgendwie, der irgendwie immer rumgekrochen ist, ja. Oh Gott. Also das fand ich auch hart gruselig. Also das war richtig eklig. Das habe ich mal alleine gespielt. Oh, schön. Juhu! Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ja, aber da habe ich nämlich auch bei den Bewertungen gesehen, weiß ich, ist es das gut oder nicht. Dann waren, glaube ich, die letzten waren dann wieder positiv. Da bin ich auch echt gespannt. Aber das hier hat die Bewertung ausgeglichen. Ich hat es wirklich nicht verdient. Absolut nicht. Ja, ich weiß halt nicht, wonach die Leute das bewertet haben, ne? Also, die KI von dem Goldman, die lässt ja auch schon, also ich meine, jetzt zum Schluss hat man es ja gesehen. Ja, die war wirklich der nicht hatte so geil. Der hatte halt seine Routen, dann läuft er wieder zurück zu dieser Höhle, läuft dann zweimal im Kreis und dann läuft er wieder woanders lang. So, das ist halt, kannst du halt komplett abrechnen. Hätten wir das vorher mit der Drohne gemacht, dann hätten wir das auch total schnell gehabt, aber so fand ich es ganz okay. Aber die Kameras waren irgendwie wirklich super überflüssig. Ja, die waren total überflüssig, das stimmt. Stell dir vor, du hast so ein Vieh. Ich meine, also was bringt dir das, wenn du die da hinstellst? Das, also, weiß ich nicht. Ja, und das da kannst PC du besser halt mit der Drohne fliegen. War. Ja, ja. Ja. Und stell dir vor, du hast so ein Vieh, ne? Du hast so ein Spiel wieder in der Art. Und du kannst hier bei Bigfoot damals, im ersten Bigfoot, den tracken für irgendwie 20 Sekunden. Und dann stell dir vor, du kannst den tracken und die Drohne fliegt den dann für 20 Sekunden automatisch hinterher, bevor der das abreißt. Das wäre auch ganz cool.
Ja. Ja, aber allein einfach diese Kombi, dass halt auch andere Sachen passieren und nicht mal nur die ganze Zeit dem jagt. So, das ist ich halt jetzt im Vergleich zu Bigfoot war einfach sehr erfrischend. Das fand ich auch voll gut. Ich frag mich gerade, wieso unser Wagen hier an der Klippe steht. Da oben ist ja die Brücke und hier rechts steht der Wagen. Was hat das zu bedeuten? Was heißt, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall die Brücke. Und die, das da oben, dieses kleine Häuschen, ist, glaube ich, die Kapelle, wenn ich mich recht... kann sein, weiß ich aber nicht. Vielleicht ist das einfach so eine kleine Zusammenfassung, aber abwarten und Tee trinken, ne? Also ihr könnt ja mal in die auf ein Medium eurer Wahl schreiben. Ja, in die Kommentare schreiben ist das immer der Standardspruch. Auf ein Medium eurer Wahl. Einfach mal schreiben, was... ob wir das dann nochmal spielen sollen, wenn da wirklich viele Updates noch drauf sind oder wenn es halt wirklich dann weitergeht, so wie wir ja gerade gesehen haben. Stand ja, das ist nur der Anfang. Und stell mir so vor, wenn ich jetzt die Patchnotes hier sehe und mir vorstelle, dass es vielleicht einfach nur so ein Jagespiel am Anfang war und die jetzt halt die ganzen Events und so noch dazu. Ja. Das wäre schon ganz cool. Und vielleicht auch mal mit 4 Spielern, vielleicht auch nochmal mit HWSQ. Das wäre ganz cool. Ja. Oder als Goatman. Was oder man als, ja auf jeden Fall spielen kann in Zukunft. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber abwarten. Aber wieder Dead by Daylight nur hier, mit sehr großen Map. Ja. Das ist voll krass. Stell dir vor, Tobi und ich und der Erik, wir sind dann irgendwie im Wagen, machen uns da voll fertig und du kommst da als Goldman und hast halt voll die Superpower. Du wirst dich doch die ganze Zeit ach nee, voll geil. Ja, so, gut, das muss schon ausgeglichen sein, ne, dann. Aber ja, das wird bestimmt cool, also. Schwierig. Ich hoffe es. So, jetzt wird Salat gemacht oder Brühe oder Suppe. Geil. Wir haben uns jetzt aber auch verdient, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Dann hoffentlich hattet ihr Spaß. Ich denke schon. Also mindestens so Spaß wie wir. Boah, ja. Und jedes Mal kann man natürlich mal sagen, jedes Mal wieder erneut danke, dass ihr euch das reinzieht, ne? Was wir hier uns antun. Wie schön. Ist sehr schön, ja. Und die Kommentare tun auch immer voll gut. Ich mag das. Dankeschön. Ja, das ist mega. Und Horrorgeschichten müsst ihr reinschreiben. Stimmt. Nein! Das müssen wir wieder auf. Doch. Nein! Schreibt die schlimmsten Horrorgeschichten rein. Hör nicht auf diesen Mann, der ist betrunken. Ich bin der Goldman. Dieses verjährt einfach alles. Alles. Ja, Ankeri, dankeschön nochmal. Dankeschön. Ja, ich danke dir, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Bei der nächsten Jagd. Oh ja, mal gucken, wen wir diesmal jagen. Gollum dann. Vielleicht. Mein Schatz. Yeah. Tschüss.